Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Airborne Kingdom. So, wir schmeißen unseren Vogel hier an. Wir sind noch unterwegs. Um die Harfe, die Prachtharfe abzugeben. Oder besser gesagt, das, was davon übrig geblieben ist. So prächtig ist die Harfe nicht mehr. Wie sieht es überhaupt aus? Wir haben 107 Einwohner von 120, die wir brauchen. Quatsch, 150, die wir haben. Ja. Wir haben 107 Einwohner von 150, die wir brauchen. Auftakt nach Mars. Auftakt nach Mars, sage ich da nur. So, dafür haben wir jetzt hier mittlerweile 4 von diesen Geistheilern. Was eine entsprechende Zufriedenheit mit sich bringt. 80 von den 107 sind zufrieden. 27 sind immerhin noch neutral eingestellt. Gesundheit für 80 Einwohner durch nahe Gebäude. Glaube für 107 Einwohner durch nahe Gebäude. Und mittlerweile sind 93% der Wege beleuchtet. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. So, wir nähern uns unserem neuen Zielgebiet. Und wir sind dabei, warte mal, was haben wir da? Ja, da war irgendeine Technologie, die wir da... Grundlegendes Geschwindigkeit war es, glaube ich, ne? Was ich da irgendwie verändern wollte. Hier. Ah nee, die Geschichte. Ja, genau. Das mit der Produktion. Ne? Dass sich die Geschwindigkeit da erhöht. Was dringend erforderlich ist. So, wir sitzen hier. Ach ja, da war ja noch was. Hier unser Flieger, unser fliegendes Königreich. so ein bisschen hecklastig. Einen Moment. Einen Augenblick. Da greife ich direkt mal hier beherzt zu. Hallo, beherzt zugreifen? Ja. So, und wenn ich den hier hinsetzen würde, theoretisch. Jetzt nicht so wirklich was gebracht, ne? Na gut, wir haben jetzt 2 von den Teilen, aber trotzdem, ich glaube, ich befürchte, jetzt mal hier hin. Doch, das sieht ganz gut aus. Moment. Machen wir das hier auch. Hätte ich zugesagt, das irgendwie offscreen zu machen? Falls ja, bin ich nicht mehr zugekommen. Sorry. Jetzt ist er ein bisschen kopflastig. Das ist manchmal Millimeterarbeit hier. Ich setze den Vogel mal da so hin. Ich glaube, hier ist richtig, ne? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. So. Was sagt er jetzt? Ah, wie mit der Wasserwaage. Wie mit der Wasserwaage, aber hallo. Ja, da guckt er aber. So. Königreich, Gedingse, Bumse. Wir haben da Dinge gefunden, mehr oder weniger. Ich lasse unseren Flieger da mal noch so ein bisschen rankommen. Das ist Lehm, ne? Ja, aber wir haben nicht genügend Baumwolle. Baumwollfelder? Korabucht. Nee, Koro. Ah, Kora, doch. Richtig, Kora, richtig. Wir bringen das zerlegte Instrument zu den Korallern zurück. Hatten wir angesichts deines Zustands mit Enttäuschung gerechnet, begegnet uns stattdessen Freude. Oh, das ist so immerhin. Sie behaupten, die Harfe reparieren zu können,
Und stellen Sie auf Ihren Platz. Doch, Sie brauchen Hilfe und Materialien. Ist natürlich logisch, das ist immer so. Die Meistermusiker waren beim Anblick der Prachtharfe erleichtert. Sofort begannen sie, neue Melodien zu komponieren, um ihre neue Herrlichkeit einzufangen. Aus Geschichten unserer Reise von Mudo ab, den zweiten Chronisten. So, repariert die Prachttafel. Wir übergeben die nötigen Materialien. Was, die brauchen dafür nur 10 Holz, dann kriegen wir locker hin. Und 2 unserer Arbeiter. Das ist jetzt ein anderes Problem. Moment mal eben. Alle Arbeiter beschäftigt. Das kann ich jetzt nicht anklicken. Wir fragen nach anderen Dingen. Nee. Ja gut, dann muss ich mal. Moment, wo war das? Immer. Wie viel brauchten die 2, ne? Mal 2 ab. So, warte. Blick nicht zu weit, weil ich muss jetzt hier beide Sachen irgendwie. Ist das natürlich zu weit weg? Krieg ich beide Sachen irgendwie? Ja. Na, also, geht doch. So. Oh. Das wird jetzt heftig. Ich nämlich jetzt nicht gucken kann, wie die. Mit dem Baumwollverfahren? Ja, so ein bisschen. Plus 14. Wir haben die Sache hier voll im Griff. Überhaupt kein Problem. 31 haben wir schon. Ja. Ich lass die mal. Was wir haben, haben wir. Oh, da die Harfe. Oha. Da ist noch eine. Das habe ich nicht auf. Ach, hier wird die, glaube ich, gebaut, ne? Man sieht es hier so ein bisschen. Prachthafe. Moment. Wir sind fast fertig. Mal hier auf Normalgeschwindigkeit. Entschuldigung. Repariere. Wir haben die Prachthafe ist repariert. Ausgezeichnet. Die Harfe wird an ihren erhabenen Platz gebracht und eine herrliche Melodie umfängt alle. Die Choraler sind nun im Takt mit der Welt und bereit, unsere Verbündeten zu werden. Einige Einheimische schließen sich uns gar an. Ja. Zapalot aber auch. Wir müssen ihnen ein Himmelsfeuer bauen. Ja, aber dennoch. Himmelsfeuer, Himmelshafen. Um sie mit den restlichen Ländern zu verbinden. Die Musik bestand nicht aus Noten und Dreiklängen. Das schwingt was. Oh, Entschuldigung, das war das Mikrofon. Sie war ein Wirbelwind, der fast schon sichtbar war. Ihre Lieder hatten Farben, die ich nie wieder fühlen würde. Was hat der geraucht? Also das hört sich schon ziemlich seltsam an. Auszug aus Verwirklichung der Prophezeiungen von Mulab, dem zweiten Chronisten. Baue einen Himmelshafen. Ja, was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir... Jetzt, das ist natürlich klar. Das ist natürlich klar. Ja, nee, dann müssen wir andere Dinge und so. Wir gehen nach Hause zurück. Ja, das ist natürlich toll. Den kann ich jetzt auch noch nicht bauen, weil ich andere Sachen da mache im Augenblick. Cool. Ja, wir haben aber jede Menge Gedingse. Ich würde sagen. Ja, im Moment lädt 58 plus. Ja, komm. Einen nehmen wir noch mit. Nehmen wir noch mit, damit wir genügend Reserve haben. Das passt auf jeden Fall. Und dann soll es das gewesen sein. So. Oh, ich sehe gerade Wasser ist ein ganz großes Problem. Uiuiui. Ja, die kommen gerade angeflogen. Dann sollen sie das gerade noch hier abschließen. Und dann müssen wir ganz schnell hier mal ein bisschen Wasser nachtanken, sonst sehe ich das schwarz.
So niedrig war ich schon lange nicht mehr. So, alle gelandet? Okay, Wasser sollte jetzt nicht so das ganz große Problem sein. Wir hätten da einmal Wasser anzubieten. Ist noch zu weit weg. Kriegen wir aber hin. Wie viel Wasser ist da wahrscheinlich? Warte, nur 31? Das ist ja nix. Ich sag noch, Wasser ist hier nicht so das Problem. Von wegen. So, ja, dann mal ran da. Immerhin haben wir jetzt ein paar Kapazitäten mehr frei, so von den Fliegern her. War ganz gut. Eieieiei. Da hinten, das könnte auch Wasser sein. Sieht auch wie eine Oase aus, so auf den ersten Blick. Das wird jetzt wieder so eine Oasenabklapperei werden. Sorry dafür, aber das muss sein. Das ist die nächste Oase, sehe ich gerade. Okay. Oh, die ist schon fast hinüber. Dann bitte hier hin. Achso, ich muss da. Ja, gut, die ist sowieso leer. Oase leer ist nicht so gut. Okay, wie sieht's aus? 95. Wo haben wir sonst noch irgendwelche Oasen? Da hinten eventuell. Ja, könnte eine sein. So. Karte? Nicht überhaupt. Sonst sind wir schon wieder am Rand des ganzen Gebiets hier. Aha. Interessant. Ich bin gespannt, wo die anderen Königreiche hier noch rum existieren sollen. Wir bräuchten ja noch drei weitere, wenn ich das richtig sehe. Okay. 113, was wird? Es wird, achso. Sorry. Aber er hat ja gesehen, der eine, da war so wenig, das war ruckzuck, war das weg. Aber hier geht's einigermaßen. Oha. Die Schlange war zu. Ja, gut, wir haben jetzt ein paar Flieger mehr, ne? Das macht sich dann schon bemerkbar. Dann geht das ruckzuck. So. Ja. Kann sich schon wieder besser sehen lassen. 43 verbleibend. Stürzen sie nochmal alle runter. Ich würde sagen, ja komm, vielleicht noch mal einmal noch. Was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Wir sind bei 154 Liter. 16 verbleiben, da ist es Feierabend. Würde ich sagen, oder? Das ist nämlich auch gleich leer hier. Oh, sie ist leer. Durch. Ja, dann ist das so. Dann machst du nichts. Nächste Oase. Ist aber 173, das ist cool. So.
Vorsichtshalber, was ist das da unten? Baum des Seelenfriedens. Wir nähern uns einen einsamen, friedlichen Baum, umgeben von gefallenen Mauern. Je näher wir ihm kommen, desto ruhiger fühlen wir uns. Sofort erkennen wir ihn als einen der Bäume aus den sagenumworbenen idyllischen Gärten. Jaho! Dieses wundersame Bauwerk der Alten würde unserem Königreich immens helfen. Wir pflücken seine Samen mit Freude, wohlwissend, dass wir den idyllischen Gärten einen Schritt näher sind. Dieser Moment war wunderschön und ruhespendend. Wir wussten, dass unser Königreich wahre Größe stetig näher kam. Dass unser Königreich wahre Größe stetig näher kam. Auszug aus den Wundern von Mulab, den zweiten Chronisten. Wir kehren nach Hause zurück. Juhu! Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das sind auch nur 30 Liter. Ja, gut. Ich schick mal nur 5 runter. Und dann machen wir trotzdem hier den. Wir sind bei 168, das wird stetig weniger. Angekommen. Oh. Also jetzt schon auf 15 runter. Eieieiei. Ja. Unten ist keiner mehr. Oben füllt sich so ein bisschen die Geschichte. Dann breche ich das mal hier ab. So. Ich guck mal, was wir hier sonst noch so finden können. Machen können wir im Augenblick noch nichts, weil ich muss abwarten, bis das hier fertig ist. Bevor wir die andere Technologie, die da so wichtig ist, lernen können. Moment, wo ist die Karte? Wo ist die Karte? Dann würde ich sagen, hallo. Abrupter Wechsel des Kurs. Des Kurses. Besser gesagt. Hier ist nichts, ne? Da hinten ist Kohle. Okay. Schlagen das. Wir haben zwar noch ein bisschen, aber da es nicht sehr viel Kohle hier gibt, sollte man die Kohle, die man kriegen kann, sofort einbunkern. Und ins eigene Lager karren. Immer noch zu weit weg. Aber jetzt. So. Der dreifache Hulup ist noch an. Von daher alles gut. Und dann sollen die mal. Wow. Einfach mal so weggeschlürft. Das war auch nicht viel. Ja. Ah, hier ist ein weiteres Königreich. Sehr cool. Moment. Hallo. Weiter geht's. So. Ach, sie ist so viel in den 30 neutral. Untätig. Heißt, ich könnte theoretisch zumindest ein weiteres so ein Geistheiler da irgendwie hinsetzen. Wäre eine Überlegung wert oder wenigstens einen oder so. Da müsste ich mal schauen. Ja, natürlich, also einen weiteren. Das ist die herrliches Kap, das ist aber nicht die Windmühle, die ich letztens gesehen habe, ne, in der letzten Folge. Wir müssen irgendwie noch woanders umgeistern. Herrliches Kap. Wie viele Gemeinschaften in den Untiefen hat auch das herrliche Kap keinen echten Anführer? Okay, ne, nicht irgendwelche Könige oder so? Egal. Das Volk regiert sich selbst und kommt. Achso, ne, hier in den Untiefen. Ja, okay. Also, ne. Das Volk regiert sich selbst und kommt zusammen, um einhellig Entscheidungen zu treffen. Das ist ja vernünftig. Denn in solch kleinen Gemeinden waren Übereinkünfte stets möglich. Vor allem, wenn jedermanns Absichten rein waren. Auszug aus Königreiche unserer Zeit von Mulab, den zweiten Chronisten.
Ihre große Feuerbrunst ist erloschen. Wir wollen Ressourcen handeln, die ausnahmsweise mal nicht. Das sieht ganz gut aus, 117. Ja, Ihre große Feuerbrunst ist erloschen. Nach Unwettern ist dies üblich und für gewöhnlich lässt sich bei den Flammentürmen neu entfachen. Doch der letzte Wolkenbruch ließ das Land überflutet zurück, sodass keine Pfade mehr zu den Türmen führen. Aha. Die Feuerbrunst ist ein Symbol der Lande, sowohl an diesem Kap als auch in den gesamten Untiefen. Ohne sie fühlt sich das Volk so kalt wie das umliegende Wasser. Wir müssen es neu entfachen, logisch. Feuerbrunst hört sich eigentlich mehr so gefährlich an. So, ne? Also Feuerbrunst ist ja, wenn irgendwo ein riesiges Feuer irgendwie rausbricht. Ja, egal. Die Bürger der Untiefen wissen, dass das wahre Königreich der Lüfte in dunklen Zeiten hilft. Wie könnten wir unsere Prophezeiung besser belegen als durch unsere Unterstützung? Denn letztlich war es ihr eigener Hochmut, der das Feuer löschte. Und es war unsere Pflicht, als neues Königreich der Lüfte die Flammen neu zu entfachen, in ihrem Leben wie in ihren Herzen. Aus Geschichten unserer Reisen von Mulu ab den zweiten Chronisten. Wir werden die Flammentürme neu entzünden. So. Und kehren nach Hause zurück. Handeln wollen wir noch nicht. Ja. Okay. Flammentürme neu entrichten. Errichten und so weiter und so fort. Ich werde davon aus, wir müssen da irgendwas reparieren. Also da ist klar, ne, da müssen wir hin. Gut, gut. So, ach ja, wie sieht es denn überhaupt aus? Also 110 von 150, 8 immerhin von 12 Verbündeten. Wir schauen mal ganz kurz auf den Wandteppich. Ach so, ja, der eine ist ja noch nicht da dabei. Genau, das müssen wir machen. Wir müssen die Feuerbrunst entzünden. Blablabla. Wir müssen jeden Flammenturm entzünden, um die symbolische große Feuerbrunst neu zu entfachen. Also, okay, symbolische. So, bei den Wundern, sowohl bei den idyllischen Gärten als auch bei dem Planetarium des Nomaden sind wir von, immerhin, ne, jetzt sind wir da von 2 auf 3 jeweils gekommen. Große Bibliothek ist immer noch ein Rätsel. Ja, okay. Dann müssen wir mal gucken, wo wir die Türme finden. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Aber ich denke, wir werden da eine Antwort finden. Allerdings erst ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Brauche ich sehr, nutzt mir sehr, hilft mir sehr. Danke auch für dein Dabeisein, für deine Unterstützung. Ich sage wie immer alles Gute und nutzt und genießt die Zeit.